Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, weiter geht's mit Gerard Stefan. Der könnte eigentlich mal zur Werkstatt, aber ich... Frage zu welcher. Müssten wir hier unten auch noch eine hinbauen? Du kannst, glaube ich, jetzt mal hier raus. Feld 11, 12 ist nämlich gekalkt. Und dann kannst du hier deine Bahn ziehen. Kein Kurs. Feldkurs generieren. Schauen wir mal, was er generiert. Und schicken ihn einfach los. Fertig, aus. So, du hast auch noch nichts zu tun. Du bist noch bei Feld 15. Aber letzte Vorgewende. Hier müssen wir auffüllen. Einmal da raus. Und hier an. So, Silage. Ein bisschen mehr, glaube ich. Sonst geht die... Na, ist gut. Müsste passen. Der müsste auch loslegen. Haben wir die noch nicht gekalkt? Warum stehst du jetzt hier? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ach, ich habe falsches. Ach, ich habe sie zu Feld 15 geschickt. Und ich meine, im LS19 war 3.15. Ah, deswegen stehst du hier. Nee, alles richtig. Wir müssen den nochmal umswitchen. Der füllt sich nicht auf. Okay. Steht da vielleicht vermehrt? Steht richtig. Ja gut, da ist er auch schnell an unserem Lager dran. Hier 8 ist ja noch nicht fertig, aber ist auch am Vorgewende angekommen. Ja. 40%, das könnte sich nicht ausgehen. Ich stelle ihn mal hier auf, dass er sich automatisch auffüllen soll. So, hier haben wir ein paar Holzstämme hingebracht. Der kann auch zurück. Ne, nicht Mitte, Nord. Sägewerk, Parkplatz. So, du bist mit Feld 13 da beim Pferdestall durch. Weil hier den, ich meine, die Ecken waren ganz okay, was ich gesehen habe, aber hier solltest du noch mal durchziehen. So. So, das war Senf. Senf war, glaube ich, auch auf Feld. Ja. Nee, Senf war da. Was war das? Hanf. Hanf, wie komme ich auf Senf? Hanf, ein weiter. Hanf. Haben wir die Felder? Gut. Hier sind wir noch ein Hopfenfeld am Machen. So, was? Ach, du kannst zusammenklappen. So, was nehmen wir als nächstes? Lavendel brauchen wir eigentlich nicht. Erbsen, Linsen. Vielleicht nochmal für die Saatgutproduktion wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ein Feld wenigstens zu haben von der Sorte. Was haben wir bei der Saatgutproduktion denn für ein Produkt? Eins haben wir doch angeliefert.
Hier ist das. Wir liefern Bohnen. Dann lasst uns ein Feld mit Bohnen machen, wenn das mit der Maschine geht. Ach so, der kommt nicht vorbei. Okay, dann müssen wir einmal rein, einen Ticken vorziehen. Dann fährt er auch weiter. Ach, der ist jetzt angekommen am richtigen Feld. Ja, ihr könnt erstmal stehen bleiben. Ja, und er ist leer geworden. Welches Feld machen wir denn? Mit. So, welche sind denn noch nicht bepflanzt? Sollen wir hier mal das neue Feld nehmen, was wir zusammengebaut haben? Oder sollen wir dann hier weitergehen, dass wir dann immer weiter runterkommen? Aber das wäre mir, glaube ich, zu groß. Oder die 2 nehmen? Wir könnten die 2 nehmen. Aber erstmal gucken. Was sind die neuen alten Früchte? Gras, Luzerne. Kichererbsen, Linsen, Senfkörner, Erbsen. Fahren wir zu 2. Können wir hier noch einmal schauen, ob der hier gut gearbeitet hat oder ob wir die Ecke vielleicht noch mal nachziehen müssen, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Den Kurs glaube ich auch löschen. So. Vorletzte Vorgewende. Der kommt aber hin. Haben wir das Feld auch fertig. Dich brauchen wir eh, aber das dauert jetzt noch einen Moment. Da hat einer seinen Auftrag beendet. Wer ist das denn? Ach, aber der kann ja gleich hier gegenüber weitermachen. Den Kurs löschen. Und leg mal los. Wohin willst du? Einmal im Kreis fahren, okay. Okay, war das die Bedenkzeit? Okay, du kannst noch nicht. Kannst eigentlich wieder zurück. Haben wir ja mit dem Traktor gefahren. Fahr mal zum Zentrallager Werkstatt. Wieder zurück, fertig aus. Du könntest da auch hin. Der hat ja als letztes Hackschnitzel gefahren.
Haben wir irgendwas zum Abholen? Ja, Tischlerei, Leerpaletten in 4 Stunden, aber das zieht sich ja noch in der Länge. Da würde ich gern Brauerei, Gerstenmalz, Crash-Eis, Fischzucht, okay. BGA Nord, Gülle lassen wir auslaufen. Gucken, dass wir die vielleicht auch dann verkaufen. Dann haben wir nur noch die 2-Megawatt-Anlage, aber dafür haben wir dann genügend Material. Dann können wir das hier auch erstmal wieder ausschalten. Jetzt schauen wir mal, wo er hinfährt. Das sieht gut aus. Ich glaube, da drüben. Ich meine, der erste Punkt wäre da drüben gewesen und nicht da unten. Das könnte gut sein, dass er zum letzten Punkt fährt. Das sieht gut aus. Wo hat er denn da auch aufgehört? Schwierig zu sehen. An der Werkstatt. Okay. Ach, hier wahrscheinlich, ne? An der Ecke. Oh, da streut er sogar was. Das kann nämlich sein, bei einigen haben wir ja dann, dass er da nicht mehr streut, wie zum Beispiel jetzt. Dann ist es zu wenig. Aber trotzdem ist da Kalk. Werden wir gleich, wenn er am zweiten Male macht, sehen. Okay, wie machen wir das jetzt? Nimm dich erstmal raus, dann fahren wir dich weit wie möglich dahin. Nein, falsch abgekoppelt. Wir müssen ihn abkoppeln. Dann gucken wir, dass wir hier vorbeikommen. Na, kommen wir da vorbei? Nun, optisch ja, aber ja doch. Dann nehmen wir den mal hier mal weg. Stellen wir wieder am Tor. Ich weiß nämlich nicht, wie weit der Anhänger da stört, wenn wir da demnächst Paletten abholen oder so. Den ziehen wir ruhig noch mal einen Ticken vor. Wenn wir den da schön abgesetzt haben, dann haben wir hier doch wieder alles in Ordnung gebracht. Komm, fahren wir bis hierhin, das dürfte reichen. Dann können wir dich wieder nicht entsperren, sondern sperren. Das kann ich wo das. Ach so, das ist eins, genau. Hier wird Dünger ausgebracht. Wir hätten den einen erstmal zu 13 schicken sollen, ne? 13 muss hier auch noch. Haben wir nur einen Kalkstreuer am Start? Ja, der wartet jetzt hier. Können wir den alten Kurs mal rausschmeißen?
kann den Kurs schon mal berechnen. Ach, der andere ist ja noch auf 8 zugange, genau. Dann können wir den hier erstmal auftanken und den dann zu 6 schicken. Platz 6, Abmarsch. Ja, der geht dann zu 13. Ich meine doch, wir haben doch an Düngersteuer rausgenommen. Dafür haben wir die Spritze genommen. Ja gut, hier hat er nicht so schön gearbeitet, aber es geht mit der Kurve mit. Das ist okay. Wahrscheinlich hätte der Drescher dann auch das da stehen lassen. Runden Ecken ist im LS immer das Problem. Und wie? Der ist schon wieder zur Hälfte leer. Fast. Und ist jetzt gerade, ja, noch nicht mal einmal rum. So, der ist angekommen. Das ist schön. So, dann machen wir hier. Erbsen, war doch richtig, ne? Oder waren das Bohnen? Ne, Bohnen. Bohnen müssen wir machen. Einmal. Bohnen, da. Einmal aufs Feld. Und kurz berechnen. Das ging eigentlich recht fix. Und dann lassen doch erster Wegpunkt anfangen. Dann so, der muss noch ein bisschen, aber der kommt hin. Aber die eine Kurve hat es quasi gerichtet, also beim Rausfahren. Hat er schon lange nicht mehr auf Leitplange gehangen. Also ich muss mal auf Holz klopfen. Also der packt das auch. Der wird, das ist 11-12, ne? Ja. 11-12. Aber nur orange. Ob das reicht? Ich glaube ja schon, ne? Sonst würde er mehr streuen. So. Machst du da überhaupt was bei den Pflanzenschutz? Doch, macht sehr viel. Gut, der hat aber auch noch was zu tun. Ach so, können wir mal ausmachen. Der ist nämlich noch nicht durch. Auch mal tanken. Repariert wird er ja dabei. Dann können wir den auch mal sperren. Reicht, wenn wir in den rein tappen. Da haben wir den und er fängt jetzt quasi an. Kommst du hier rum? Jetzt schauen wir mal. Wir gucken nicht ganz Zeit, weil der durch seinen Knieklenker da so schaukelt.
Bist du leer, ja? Dann können wir jetzt mal die Ausfahrt. Oder er fährt genau in andere Richtung raus, aber hat er doch sonst auch nicht gemacht. Guck mal, da kommt er eigentlich. Dann sollten wir das da vorne vielleicht auch nochmal machen, wenn er gleich mal wieder da festhängt. Hat ja einiges gebracht wohl. Auch er fährt nicht so schnell daran. Das ist ja teilweise auch das Problem, dass er teilweise an die Kreuzung zu spät abbremst quasi. Sieht aber gut aus. Und da sehen wir, dass er was macht. Und er ist jetzt auf die letzten Meter. Hatten wir hier schon Kurs? Dann könnten wir den eigentlich auch schon sagen, er soll anfangen. Gucken wir, wo er hinfährt. Drüben, okay. Und der ist schon wieder leer. Und der ist mit 8 noch nicht fertig gewesen. Schick. Hat das gar nicht gelangt? Okay. Na gut, dann ist das so. Bleiben wir erstmal hierbei und machen wahrscheinlich noch den kurze Bahn hier, die ja zu früh einklappt quasi. So hier. Einfach weiter durchziehen, 5 Meter, dann wäre das auch weg. So, dann war das Hopfen. Erledigt. Zack. Anpflanzkalender. Tabak. Kannst du Tabak anpflanzen? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Tabak ist Einzelkorn? Nee. Gut, aber wir haben ja Sorgen nicht. Sojabohnen haben wir ja auch noch nicht. Und dann können wir die hier Feld 1 Sojabohnen und hier das an dem, dann haben wir das nämlich auch angepflanzt. Und Sojabohnen geht ja hier. So. Alten Kurs löschen, neuen Kurs einprogrammieren. Zack. Und erster Wegpunkt Garten. Schalten wir mal auf 1 um. Weiß gar nicht, ob er jetzt direkt dahin fährt oder er es auffüllt. Oder er weiß nicht genau, was er machen soll. Ja,
Ich weiß nicht, Sorghum, Hirse, nee, Sojabohnen, wie viel wir da an Saatgut brauchen. Aber werden wir dann sehen. So, er ist wieder auf dem Rückweg, hat sich aufgefüllt. So, Feld 11, 12 ist durch. Dann würde ich sagen, du kannst, erstmal füllst du dich auf, du kannst dann Feld 8 weitermachen. Da müsste der Kalkstreuer zwar noch wahrscheinlich 500 Meter bearbeiten, aber er kann sich ja schon mal auffüllen, dahin fahren. Dann sollte der Kalkstreuer hoffentlich auch wieder zurück sein, wenn wir noch Kalk haben natürlich. Ach, er ist schon da. Ja, wie ich gesagt habe, 500 Meter vielleicht. So, liebe Leute, das war's schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.